Und heute geht das Kaufhaus Österreich an den Start. Oder wie man im Webjargon sagt, die Seite geht live. Denn das ist kein Kaufhaus, in das Sie gemütlich reinspazieren, sondern mit der Online-Plattform wollen das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer heimische Webshops bekannt machen, damit sie auch etwas abbekommen vom wachsenden Geschäft im Netz. Aber wer im Kaufhaus Österreich ähnlichen Bestellkomfort erwartet wie auf Amazon, wird enttäuscht sein. Man kann auf der Seite stöbern, zum Bestellen wird man in den Webshop der jeweiligen Einzelhändler umgeleitet. Hanna Sommersach erklärt Ihnen das System. Ein Actionfigurenshop in Vorarlberg, Alpakasocken aus der Steiermark oder Modelleisenbahnen aus dem Webshop in Niederösterreich. Knapp 1000 Einzelhändler und 9 Marktplätze wie Shopping.at sind im Kaufhaus Österreich verfügbar. Es soll eine Bühne für österreichische Webshops sein, sagt ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Denn im Internet ist die Konkurrenz durch die digitalen Großkonzerne sehr, sehr groß. Es ist wie ein Kampf David gegen Goliath. Das Netzgeschäft in Österreich wird von 3 Top-Playern dominiert. Mehr als 10% des Online-Umsatzes macht Amazon, Zalando folgt mit rund 4%, danach Universal. Insgesamt werden mehr als 7 Milliarden Euro in Österreich online erwirtschaftet. Aber, so die Ministerin, nur 1% davon gehen aufs Konto österreichischer Händlerinnen und Händler. Betrieben wird das Kaufhaus Österreich von der Wirtschaftskammer. Präsident Harald Mara betont, der Start vor dem Weihnachtsgeschäft sei besonders wichtig. Das ist jetzt eine Chance, auch noch in dieser durchaus durch die Covid-Krise schwierigen Situation regionales Geschäft digital zu machen. Das Online-Geschäft habe großes Potenzial für regionale Anbieter. Mara rechnet vor. Würden nur 10% aller Österreicherinnen und Österreicher heuer im Weihnachtsgeschäft um 100 Euro einkaufen in diesen regionalen Shops, dann bedeutet das 477 zusätzliche Jobs und 76 Millionen Euro regionale Wertschöpfung. Im nächsten halben Jahr sollen mehrere tausend Webshops auf der Plattform vertreten sein. Interessierte bekommen Starthilfe. Man bietet den Händlerinnen und Händlern etwa Tutorials, wie man einen Webshop einrichten kann. Im Unterschied zu Amazon ist der Auftritt im Kaufhaus Österreich kostenlos. Bestellt wird nicht direkt auf der Plattform. Dort haben die einzelnen Anbieter quasi eine Registerkarte. Will man sich die Produkte ansehen oder bestellen, wird man in den jeweiligen Webshop umgeleitet. Das ist weniger komfortabel als bei den Online-Riesen, weiß auch die Ministerin. Es ist keine Kopie von Amazon. Das wäre auch in den 3 Monaten überhaupt nicht möglich gewesen, den Algorithmus zu kopieren. Und es ist auch nicht unser Ziel, sondern so wie es heißt, es ist ein Kaufhaus. Auch wenn Sie in ein Kaufhaus reingehen, dann gehen Sie auch rein und bezahlen jeweils in dem jeweiligen Bereich. Das gilt auch für Lieferungen. Für die sind die einzelnen Webshops verantwortlich. Es ist allerdings noch einiges zu tun, um die neue Online-Bühne sichtbar zu machen. Auf Suchmaschinen wie Google taucht das Kaufhaus aus Österreich erst auf der 2. Seite auf. Man werde die Plattform bei den Suchmaschinen vorrein lassen, so Ministerin Schramböck. Und ab Mittwoch soll eine Werbekampagne das Kaufhaus Österreich bekannt machen. Ja, hallo. Hallo, wie hören Sie? Ja, ich hätte jetzt einfach eine Frage, und zwar verstehe ich den Unterschied jetzt von der Wertigkeit her nicht so ganz. Also eben, es wird so über Pfusch und Schattenwirtschaft, die ja eigentlich doch eher allgemein sehr negativ bewertet wird, auch verfolgt wird. Und die andere Seite, die ich einfach auch sehe, das sind diese großen Firmen, die eigentlich keine Steuern zahlen und von der Wertigkeit her aber als erfolgreiche Menschen gelten, die es zu was bringen. Aber im Endeffekt denke ich, für eine Volkswirtschaft gehen ja diese Steuern genauso ab. Und die fehlen ja auch in einer Gesellschaft. Warum ist das von der Wertigkeit her so unterschiedlich? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich, ich sagte ja schon, die größte Negativseite vom Pfusch, von der Schattenwirtschaft, ist, dass dem Finanzminister und dem Sozialminister zusammen ungefähr 1,5 bis 2 Milliarden an Einnahmen fehlen. Da haben Sie völlig recht, und das sollte man auch negativ sehen. Das Geld fehlt. Die großen Firmen, die keine Steuern entrichten, da muss man nun fairerweise dazu sagen und muss das auch Ross und Reiter nennen, selbst wenn ich mich jetzt sehr unbeliebt mache, beachten meistens peinlich genau alle Steuergesetze und halten sich an die Steuergesetze.
Und wenn innerhalb der EU eben bestimmte Firmen in Irland ihren Sitz haben können, dort besteuern, zahlen sie wesentlich weniger Steuern und bei uns gar keine. Aber, kommt ein dickes Aber, das ist völlig legal. Das müsste die österreichische Bundesregierung und auch die EU ändern. Dann würden große Firmen auch mehr Steuern in den Ländern, wo sie Geschäfte machen, also bei uns, eben auch entsprechend zur Kasse gebeten werden können. Diese großen Firmen, jetzt mag man das billigen oder nicht, aber handeln völlig korrekt. Ja? Sie halten sich an die Steuergesetzgebung und wenn ihnen die Schlupflöcher und andere Dinge erlaubt, dann nutzen sie es. Das liegt also hier an unserer Bundesregierung und zum Teil an der EU, hier die Vorschriften und Gesetze zu ändern. Dann werden auch die großen Firmen, insbesondere die großen Dienstleister, bei uns stärker zur Kasse gebeten werden können.